check mal. Bei euch ist das ja so, dass dann da eine leidenschaftliche Diskussion entbrennt. Also bei diesem Mann von der Kirche, der sich da super, ich weiß gar nicht, ob, ja, Mann, junger Mann. War er einfach ein Kirchengänger oder warum sagt der Mann von der Kirche immer? Nee, der studiert Theologie. Ah, alles klar, okay. Genau, und ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wo der wohnt. Ist auch egal. Auf jeden Fall ist er oder ist so ein bisschen ein Insider, aber also weil er es halt studiert und da halt irgendwie so ein bisschen hinter die Kulissen guckt von diesem Studium und von dieser Ausbildung. Ja, der hat auch ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, was so dieses ganze bistummäßige Verwaltungskram da innerhalb der Kirche anging und wie da sexueller Missbrauch gehandhabt wird oder aufgearbeitet wird oder nicht. Ja. Und hat sich vor allem, und das fand ich extrem bewundernswert, da den teilweise schon ziemlich scharfen Fragen aus dem Publikum gestellt und die souverän und vor allem ehrlich, glaube ich, so gespürt zu haben, dass er sehr offen und ehrlich war dabei, wie der das beantwortet hat, dann für sich eingestanden ist da. Das fand ich schon echt krass. Ich fand, er ist manchen Fragen so ein bisschen ausgewichen. So habe ich zumindest die Diskussion oder auch seine Redebeiträge ein bisschen wahrgenommen. Dabei, der ist Anfang 20, setzt sich halt auf eine Bühne am Aachener Weiher und es sitzen halt so 100 Leute vor ihm. Also ich glaube schon, dass man da so ein bisschen... Ja, da ist ja dann wahrscheinlich auch die Stimmung, dass die im Publikum vielleicht alle ein bisschen... Ja, und es waren schon auch... Mit einem schiefen Auge angucken. Ja, es waren auch schon kritische Stimmen dabei, was auch so das große Ganze anging. Also so Kirche im Allgemeinen. Ah, okay. Mir fällt das Wort nicht ein, dass man keinen Sex haben darf, dass man... Ja, das Zölibat. Zölibat, genau. Dann ging es so ein bisschen um so eine Grundsatzfrage, ist das sozusagen, weil es ging, das Oberthema war halt Kirche und Missbrauch. Und er hat halt zum Beispiel davon erzählt, wie er in seiner Ausbildung jetzt mit dem Thema halt konfrontiert wird. Also, dass die sozusagen präventive Maßnahmen als Art Fortbildung, Schulung in diesem Unterricht halt sozusagen und da so ein bisschen sensibilisiert für werden. Davon hat er berichtet unter anderem. Und dann ging es halt irgendwann so ein bisschen in die Richtung, so ist Zölibat die Ursache davon. Ist das die Ursache davon? Dafür, ja. Und da ist halt für ihn, da konnte er sich aber nicht so richtig positionieren. Hat, glaube ich, auch einmal gesagt, ja, ich will da jetzt, also ne, brauchen wir jetzt nicht so drüber reden und so. Das ist halt für ihn, glaube ich, so, das gehört dazu. Er hat es, glaube ich, auch nicht hinterfragt. Das war so mein Eindruck. Ich glaube, der hat aber auch Studien erwähnt, die da den Zusammenhang nicht so eng sehen zwischen Zölibat und Missbrauch. Das weiß ich nicht mehr. Und ich glaube, wenn wir jetzt ganz aktuell diese, wie heißt er, Jeffrey Epstein oder was, wenn wir uns da angucken, was da in Amerika gerade passiert, glaube ich, muss man wirklich die Frage stellen, ob es geht um Zölibat und Kirche und Missbrauch oder geht es nicht eher um Macht und Machtstrukturen und Missbrauch. Ja. Du hast recht. Weil da sieht man, also ich sehe da immer so eine Korrelation, was ich gar nicht so sehr auf die Kirche ausschließlich beziehen würde, weil klar, das ist ein ziemlich blinder Fleck irgendwie, weil die so ihre eigene Gated Community quasi haben, wo die auch schnell mal Sachen unter den Tisch kehren können. Mhm.